So, meine lieben Freunde, Hallöchen. Popöchen und herzlich willkommen zurück. Zu Let's Play Torchlight. Ja, ich sehe gerade ein bisschen anders aus. Ich habe einen neuen Bogen und so ein Kram und solche Sachen. Liegt einfach aus dem Grund her, dass ich... Wie heißt's? Jo. Zombies beschwören, etc. etc. Ich habe auch hier Selbstheilung. Alle super. Hier diese ach so tollen Kartenschriftrollen, die ich privat absetzen wollte. Beziehungsweise die ich privat hier durchpetzen wollte und habe mir gedacht, das geht easy. Die sind doch nicht so einfach. Also beim letzten bin ich fast zweimal gestorben, weil ich das zu oft, zu stark auf die leichte Schulter genommen habe. Und zwar, es steht zwar drin, Level 1 bis 10. Aber... aber ich muss dazu sagen, wie man... Also entweder habe ich eben die falschen genommen oder es war komisch, weil die letzten Rollen, die ich benutzt habe, die waren schon Level 17 bis 18. Dementsprechend war es... ist ein bisschen schwierig. Weil die, ja, wie gesagt, die letzten paar Rollen habe ich... da waren Level 17er Monster drin. Dementsprechend habe ich gedacht, ist da vielleicht was anderes drin. Aber sieht eigentlich... Stufe 9. Naja, ich gucke gleich mal, was ich gemacht habe. Vielleicht habe ich auch irgendwie aus vollem Eifer... die falschen genommen. Und habe dann doch die 10 bis 20 genommen, anstatt die 1 bis 10er Rollen. Ich guck mal. So, hier werde ich garantiert nichts finden, was mir gefallen würde. Da brauche ich gar nicht nachzugucken. Jo. Selbstheilung 3, das bedeutet... Warte mal. Kann mein Nachtara lernen, macht vielleicht gar nicht mal so wenig Sinn, hier auch einen Heilzauber zu geben. Da kann sich mein kleines Nachtara immer so ein bisschen heilen. So. Nee, 10 bis 20 und Kartenschriftrolle. Das ist komisch. Weil die letzten zwei Dungeons waren wirklich bis Level 20. Da war ich jetzt nicht so ganz sicher, warum das jetzt so gewesen ist. Aber dann war das halt so. Gut, mache ich hier. Hier weiter mit dem, mit der Hoffnung, irgendwas zu finden. Aber da ich hier jetzt wesentlich überlevelt bin, bin generell jetzt ein bisschen überlevelt, bin immerhin schon Level 23. Oder, ja. Dementsprechend, ja. Ich habe sie gekauft. Ich nehme sie mit. Das ist soweit dann auch okay. Und von daher, warte mal, bin ich hier rund? Nein. Warte mal, ich kann noch ein paar Zombies beschwören. So, die machen das schon. Und ich hau ab und zu mal ein bisschen Dingsbums raus. Wunderbar. Super. Ja, die Zombies sind ein bisschen blöd. Aber das dürfen die ja theoretisch auch sein. Sind ja immerhin Zombies. Das bedeutet, die laufen jetzt hier rum und folgen mir nicht, anders als die Skelette. Von daher, ja, na gut. Renne ich hier einfach durch. Komm, dann mache ich jetzt nicht großartig ein Geschiss oder so. Das ist genau das Verhalten, was ich eigentlich anders gedacht habe. Aber bei den versunkenen Ruinen waren da schon interessante Sachen dabei.
So, das war doch mal nicht schlecht. So, natürlich alles mit, ne? Ich bin ja Gaming-Loser. Ja, ja, kommt nur her. So, ganz viel. Ja, ja. So. Ja, aber jetzt kein großer Regress hier. Ich habe hier halt ein paar Unterwasser-Dungeons im Stil von Dingsbums platt gemacht. Von den von den Ruinen sozusagen, die unter Wasser stehen. Nur auf einem anderen Level mit ein paar anders aussehenden Monstern theoretisch. Von daher alles gut. So. Mein Nachtara ist jetzt die ganze Zeit schön am rumlümmeln. Ich habe ein bisschen die Zeit im Blick. Ich will die Dingsbums nicht zu lang machen. Also auch wenn ich ein bisschen überlevelt bin, ist es doch immer noch ein sehr zufriedenstellendes Gefühl. Aber ich möchte jetzt auch nicht hier alles großartig gezwungenermaßen mitmachen. Weil bei den Level 10ern ist es relativ, hält sich das relativ in Grenzen. Da versuche ich die anderen durchzuhauen. Na, Erzähler, wo bist denn, mein Lieber? Ich finde es eigentlich gar nicht mal schlecht, dass mein Nachbar jetzt ein bisschen Dingsbums kann. Sich selbst so ein bisschen heilen kann. Da muss ich mir um die Kleine echt keine Sorgen mehr machen. Finde ich nur ein bisschen gruselig, dass die Kleine jetzt anfängt, den ganzen Kram herumzuspammen. Okay, den Glutschein behalte ich. 9 Rüstung. Kranne Quinn, 122 Schaden, aber mit meinem Bogen hier, ihr Reflexbogen, guckt ihn euch an. Fehlt eigentlich nur noch ein paar Sockel, das wäre dann super erstmal. Dementsprechend, ja. Ich glaube nicht, dass da irgendwas kommt, was mir gefallen könnte, weil sieht man hier, seltene Brustrüstung, 16 Rüstung und das, was ich trage, ist ja schon 43, also ja, Lederhandschuhe, 80er. Kann nichts mehr tragen. Oh, Nachthaare ist voll. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Na gut. Also mittlerweile habe ich auch das Gefühl, mehr Inventarmanagement zu betreiben als Gameplay. Was aber nicht unbedingt schlecht ist, sage ich ganz ehrlich. So, will ich mein Inventar mal füllen. So, die Jungs hier sind echt easy. Warte mal. 63 Gesundheit bei Treffer gestohlen. Oh, das ist super. Habe ich ganz vergessen. Ich hatte den nämlich einfach mal so lange verzaubert, wo ich mir gedacht habe, okay, bis jetzt macht es noch Sinn. Ist halt immer ganz gut. Und da habe ich irgendwann gemerkt, da kam so viel. Das macht er super. Obwohl ich eigentlich, weißt du was, ich will mal was gucken. Lass mal hier ein bisschen entlang laufen. Und gucken, ob ich hier ein paar Gegner triggern kann. Ja, kommt mit. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Super. Ansonsten habe ich eigentlich genau an das gehalten, was ich wollte. Beziehungsweise was wir im Let's Play gesagt haben.
Ja, ich habe jetzt den Abenteurer ausgeskillt, Ruhm auf kritische Treffer und Stufen auf Blockieren und Parieren. Dementsprechend alles wunderbar. So, jetzt will ich mal gucken. Bonus auf Stärke und 2 Bonus auf Verteidigung. 5 Bonus auf Magie und 3 auf Geschick. Das andere ist erhöhte Erfahrung. Mittlerweile glaube ich nicht mehr dran, dass die Erfahrung, die 1% erhöhte Erfahrung so gut ist, dass ich sagen sollte, ich sollte diesbezüglich weiter drauf beharren. Weißt du was? Die behalte ich mal hier im Inventar. Bis ich einen Stack voll habe, weil wegen einer Schriftrolle muss ich die Kleine ja nicht ständig wegschicken. So, Partner. Jo, Nachtara hat noch ein bisschen was, noch ein bisschen Platz. Das ist gut. Ist jetzt die Frage, brauche ich überhaupt noch Heilungszauber, wenn mein Bogen jetzt auf Vampirismus aus ist? Der gibt bestimmt Ruhm. Nachtara, komm doch aus dem Gift raus. Das ist dem Vieh mittlerweile egal. Alles klar. Nachtara hält sich selbst und denkt sich so, Gift, pfft, Arschlecken. Jawohl. Ich würde sagen, das war's. Übrigens, das Spiel ist ab 12, man kann das Blut manuell ausschalten. Für ein Disclaimer. Okay, das war das. So, jetzt will ich aber nochmal in mein Lager gehen. Ich habe auch noch ein bisschen mit den Glutsteinen hier rum experimentiert. Habe jetzt einen 9er Gift-Glutstein bekommen, der war super. Habe hier einen 9er Eis, also zwei, hier diese 3, aus den 3 werden 6. Und dann hast du, dann habe ich 2 6er genommen. Und habe aus den 6er 9er gemacht. Die Frage ist, was mache ich mit den 12ern? Und ja, solche Sachen. Dementsprechend gucke ich mal. Brauchen Sie etwas? Ich will mal was probieren. Ich. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Sie haben kein Glück. Okay, es ist aber nichts passiert. Nichts geschieht. Okay, einen nehme ich noch. Jawohl. Neue Verzauberung. Glück ist auf Ihrer Seite. Ich weiß nicht, ob da jetzt was gesteigert wurde oder nicht. So. 3 Eis, 2 Resistenz. Das Glück ist Ihnen hold. Alles klar, nehme ich das. Und ja, das passt eigentlich. Das passt mir ganz gut. Kaltglutstein, farbloser, beschädigter, 3, das ist Quellglutstein, okay, polierter Tiefenglutstein, oh. Plus 7 Bonus auf Attribut Geschicklichkeit, plus 7! Nicht schlecht, ich guck mal, ja gut, 13 Minuten, ich würde sagen, wir machen eine von diesen Quests noch, macht diese Kartenschriftrolle. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil jetzt sind wir wirklich wieder in teureren Gefilden unterwegs. Sag ich mal. Ich finde es einer. Oh. Ich bin hier ein bisschen vorsichtig, weil hier war ich noch nicht. Jawohl, jetzt, da sieht man schon. Nachtara, was machst du denn da? Ich meine, ich habe jetzt kein Problem, weil die sich dauerhaft selbst heilt, aber... Eine Falle wurde ausgelöst. Dann wurde halt eine Falle ausgelöst. Ich wette mit dir... Hier war ich ja noch gar nicht. Das sieht richtig cool aus.
Übrigens muss ich auch sagen, ab hier wird das Spiel blind. Das bedeutet, ich habe nicht wirklich weitergespielt. Also auch vorher nicht. Dementsprechend, ja, bin ich, was das angeht. Oh. Ah, so langsam kann ich die einzigartigen Schulterdinger weg vergessen. Aber die ist so gut. Die ist so gut. Ah. Stärke, okay, brauchen wir nicht. Das kommt dahin. Das bedeutet, mein Nachtara kann fast wieder gehen. Ich wusste, dass da viele rauskommen. Ich hab's im Blut gehabt. So. Es gab gut XP. Wir sind bald wieder Level up. Da kommen wieder ein paar raus, oder? Nein? Okay, dann nicht. Zombies und die Skelette sind super. So, was habe ich denn? Verbleibende Punkte 2. Dann würde ich sagen, einmal das hier und einmal das hier. Das ist schon mal super. Das habe ich ja gesagt, dass ich das mache. Zweimal auf Verteidigung und dreimal auf Geschick. Und dann bin ich eigentlich auch gut gerüstet. Ja, sagen, das lief. Wahrscheinlich kamen wir von dort und müssen hier lang. Das hat sich gelohnt. Hallo. Ja, bei Skeletten lohnt sich das nicht, jedes einzelne abzuschießen. Dementsprechend einfach irgendwann. Einfach mal was beschwören und dann einfach nur ein bisschen aufräumen. Die machen das schon. Na, kommt raus. Ich dachte, da kommen jetzt überall welche und ich könnte die Fett abräumen, aber. Mein Inventar ist voll. Schon wieder! Was geht denn hier ab? Jo, das kann rüber, das kann rüber, das kann alles mein rüber. Mein Inventar ist voll. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Das kann alles weg. Ja, der Bogen auch. Schuppenmantel. Was haben wir denn hier? 249 kann auch weg. Das identifiziere ich mal, weil man weiß echt nicht mehr genau. So langsam bin ich echt am Zweifeln, ob ich wirklich jetzt alles... Ob ich immer noch over the top bin. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. So, mein Inventar ist voll. Ja, ist natürlich blöd. Ich hoffe, ich kann irgendwann... eine Erweiterung holen. Obwohl ich eigentlich so, wie es ist, braucht man das nicht. Hallo, ich würde gerne... Oh, ja, ich habe die ganze Zeit 3 gedrückt. Das war nicht so schlau. Wenn man Skelette beschwören will, muss ich die 4 drücken.
Na komm, haut doch drauf. Nichts mehr tragen. Na super. Mein Gepäck ist voll. Ist alles voll. Jetzt muss ich warten, bis die Nachtara wieder da ist. Trotzdem erstmal das sortieren. Nein. Sehr gut. Oh, ich habe einen neuen Zauberspruch. Elementarüberlastung. Der Zaubernde ist vor erhöhter elementarer Stärke enthüllt, die seinen Elementarschaden erhöht. Ja, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Super. Gleich wieder voll machen. Gleich wieder voll machen. Ah, 160 Schaden, die Axt. Ja, dann kann ich die eigentlich auch gleich wieder losschicken. Auf den Weg gemacht. Ist aber super, dass das geht, sag ich ganz ehrlich. Ich mache ein bisschen mehr Schaden als du, mein Lieber. Ja, ich weiß, da kommen bestimmt ein paar raus. Hat ein bisschen wehgetan, aber pff, da kommt keiner raus. Okay. Dann nur also so eine kleine Kolonie. Na gut, muss ich über die Brücke. Gab es da irgendwas Nennenswertes? Eigentlich, wie gesagt, der ist super. Problem, der hat keine Sockel, wo ich Blutsteine reinstecken kann. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Aber okay, hinterfragen wir das mal bitte nicht. Oh, okay, die haben aufgeräumt. Alles gut, hinterfrage ich das echt nicht. Der Bogen macht natürlich mehr Schaden. Aber auf der anderen Seite ist natürlich... Hat der Bogen jetzt nicht so Giftzeug und Crit-Gedöns, ne? Das ist immer ein bisschen schwierig. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Okay. Zaubersprüche, Skelett beschwören. Beschwört einen Skelettkrieger. Rang 1. Stufe 4. Okay, meiner kosten 12. Nächste Stufe 2. Lerne ich den mal. Nächste Stufe 2 meiner Kosten. Ah, 50. Interessant. Interessant. Ich finde es immer blöd. Hallo, ich würde gerne mit... Muss ich das so machen? Okay. Manchmal haut es so ein Ding einfach raus. Hier ab, Leute. Jungs, ich habe euch nicht umsonst beschworen. Gefühlt habe ich das Gefühl. Überlastet. Schon wieder. So, nach Tara, wo bist du dann? So, das kannst du haben. Zwei Sockel. Das K
kann ich nicht tun. Warum kann ich das nicht tun? Er fordert Stufe 20 und Stärke 10. Hab ich doch. Ach so, dadurch habe ich 10 Stärke. Ich verstehe. Okay. 9 Rüstung. Nein. Neue Stiefel. Nein. 19 Rüstung, 57 Gesundheit. Noch nicht. Noch nicht. 200 Schaden. Nein. Noch nicht. Okay. Offizierspistole, riesiger Heiltrank, wunderbar. Aber ich bin immer noch mit meinem Equipment gefühlt gut genug. Ja, nach da halte ich eh gleich. So, das rüber, das rüber. Weil die Kleine sowieso bald wieder in die Stadt geschickt wird. Hier wirst du ja mit Items zugemüllt. So. Gut, alles klar. Das war also ein Hort. Er kommt raus, ich weiß doch. Ich weiß doch, dass ihr es seid. So, Halskette. Ah, die ist natürlich super. Die Frage ist nur, zwei Teile. Wann bringt's mir was, ne? Mein Feuerschaden wäre natürlich ganz praktisch irgendwann. Aber auf der anderen Seite... Also ich sehe da durchaus Potenzial nach oben. Das ist Schuppensabotage. Ja, gucken wir mal, ob wir hier alles mal rauslocken können. Identifizierungsschriftrolle. Ich nehme mal den Mana-Schrein. Hallo, ich würde gerne. Danke. Hab ich hier schon alles? Okay, ich habe hier schon alles. So. Von da kam ich. Das bedeutet, ich kann noch nach hier lang gehen oder nach geradeaus. Ich gehe erstmal Richtung Nord, Südwesten. Okay. Dann muss ich doch in den Südosten. Ich bin zu hoch. Die Frage ist, wo will ich den jetzt überhaupt wirklich lang? Das ist ja die Sache. Erstmal. Ich will ja eigentlich eher... haben eine Falle ausgelöst. Ach, mach Sachen. Ich will eigentlich erst dahin, wo man nicht weiterkommt, um alles mitzunehmen. Gerade bei diesen größeren Dungeons hier. Bei den Level 10er Dungeons oder so mittlerweile ist mir das egal, aber hier sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Aber ich glaube, hier wäre ich sowieso... Ja, okay. Ich muss auch mal gucken, dass ich mit meinem Mana-Haushalt ein bisschen klarkomme. Ich meine, noch geht's, so ist es nicht, aber wenn ich jetzt höhere und stärkere Skelette hier beschwöre und die mehr kosten, ist das natürlich erstens normal. Und auf der zweiten Seite muss ich halt gucken, dass ich auch genug habe, um halt genug zu beschwören. Ne? So. 15 Rüstung, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Kann die Nachtara schon mal rumlaufen. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht.
Ich identifiziere mal diese Ringe und den ganzen Kram. Okay, das ist ein Magiergürtel. Jo, brauche ich eigentlich nicht. Das kann auch alles wieder weg. Bei der Hauptquest sind wir ja bei den Glyphen stehen geblieben. Gehe ich mal hier. Ich habe das Gefühl, dass ich hier lang muss. Und dementsprechend gehe ich doch mal auf die andere Seite. Einfach nur, um alles mitzunehmen. Aber Kritschan ist natürlich. Da fressen sie, ne? Na, kommt raus. Gut aus, schreiende Heilung, das ist wunderbar. Moment, Moment. Ich habe das Gefühl, dass ich da unten doch vielleicht hätte lang gehen sollen. Hallo, ich würde gerne. Danke. Ich kann nichts mehr tragen. Na, super. Jo, ich würde sagen, ich bin mit meinen 3 Pro plus 3 Bonus auf Stärk, wenn ich das. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Na komm, ist egal, was ich nicht habe, hab ich. So, weg mit dem ganzen Kram. Lass mich raten, den ganzen Kram hier kann auch weg. Wunderbar. Ich finde es gut, dass meine Skelette diese riesigen Massen auf der einen Seite aufhalten, aber auf der anderen Seite nicht so viel Schaden machen. Okay, Treppe nach unten. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Trotzdem würde ich gerne mal woanders da lang. Nach da unten muss ich jetzt nicht zwingend, also noch nicht. Dementsprechend. Ja, meine Skelette sind so langsam, weißt du was? Die Skelette mache ich mal auf 1 und auf die 2. Dieses Skelett auf die 1. Und Zombies auf die 2. Weil um ehrlich zu sein, die anderen Skills benutze ich so gut wie nie. Schreien der Heilung. Ja, wie gesagt, das hunderte. Okay, 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 alles klar. Jetzt schließt sich der Kreis. Wunderbar. Es gibt jetzt noch die Nachthara. Ansonsten läuft das alles. Okay. Ja, wie lange bin ich dann? Oh, 34 Minuten. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ich mache einfach diesen Dungeon jetzt hier noch fertig. Und dann... Ich glaube, es ist jetzt nicht ganz so tragisch für die Leute, die das Let's Play dann doch verfolgen. Es sind nicht viele, aber ein, ja, eine halbe Handvoll, würde ich sagen. Ich glaube, denen ist es dann jetzt doch nicht so, ist dann doch nicht so tragisch, wenn jetzt nicht ein oder andere Folge mal ein bisschen länger wird. Wow, was bist du denn für ein Crazy Horse?
Dragon! Nicht schlecht. Wenn jetzt hier Drachen ankommen, dann ist aber Holla die Waldfee. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Lass mich hier durch. Yo. Holla die Waldfee, holla die Waldfee. Das war jetzt nicht wenig. Da war jetzt nicht wenig los. Das muss ich gestehen. Aber dann haben wir es auch fertig. Ja, der arme Randy. Ich habe so viele Viecher beschworen. Ich kann nichts mehr tragen. Du kannst nichts mehr tragen. Super. Das ist erstmal wunderbar. Das bezeugt, dass wir hier gut Loot abgesahnt haben. Okay, die Nachbarin schiebt schon mal weg. So, jetzt wird's interessant. Das kann weg. Ich habe nämlich eben gesehen, dass ich was Gelbes getroppt habe. Okay, das kann weg. Was haben wir hier? Hier habe ich angelegt. 12 Rüstung. Ja, die. Nicht möglich. Nein, ich brauche 10 Stärke. Oh, die sind aber so super. 1% erhöhte Erfahrung, das wäre wunderbar, aber nee. Was haben wir hier? Rüstung. Oh, Valkyrenhaube. Okay, was haben wir denn hier? 13 Bonus auf Verteidigung, 8 Mana bei Treffergeschwindigkeit. Oh, das ist natürlich super. So, was haben wir denn sonst noch? 25% Schaden von Begleiter und Dienern. Ich glaube, das ist eigentlich nicht schlecht, weil ich doch viel mit Skeletten und Zombie-Horden arbeite. 10% Geschwindigkeit von Begleitern, 2% Sendung Händlerpreise, minus 7 Schaden reflektiert, plus... Oh, das ist super. Das ist natürlich einzigartig. Die sind alle einzigartig. Den muss ich nochmal... So, was haben wir hier? 9 Rüstung plus 10 Mana. Das kann auch weg. Das kann weg. Was haben wir hier? Plus 3 Bonus auf alles. 3 Bonus und 5 auf Magie. Dann kommt das weg. Ziehe ich den mal an und jetzt will ich mal gucken. Ich kann nicht. Ob ich den tragen kann. Ja, das sieht auch schon jetzt wesentlich besser aus. Super. Gut, mit dem Ring habe ich meine... Habe ich mich ein bisschen... Habe ich das kompensieren können. Na, Elaine. Oh, das passt zu der. Valkyrenhelm. Gefällt mir. Gefällt mir. So, die einzigartigen Sachen. Edelsteine hätte ich gern zurück. Ich habe deine Zeit nicht verschwendet. Ich habe deine Dienste in Kauf genommen, du Affe. Hey. So, oh, es gibt schon wieder viel zu viele Karten. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich alles onscreen machen will. Alle heilen. Warte mal. Alle heilen 3, alle heilen 4. Brauche ich an sich noch nicht. Sage ich ganz ehrlich. So, was haben wir hier? 5 Gesundheit bei Treffer gestohlen und 3 Bonis auf Verteidigung. Was haben wir hier? 5 Gesundheit bei Treffer, 5 Gesundheit bei Treffer. Waffe. Waffe, okay. Weißt du was? Dann nehme ich diese Dinger mal. Und gehe mal zum Alchemisten. Hallo, passt auf euch auf. Ich hätte gerne einmal das da und das da. Jawohl, super. Das kommt
den Ring, oder? Ah, war vielleicht nicht so super. Hätte ich vielleicht auf eine Waffe tun sollen. Ist sie gereiselt? Was kann ich für Sie tun? Das Glück ist Ihnen heute. Eine neue Verzauberung. Weg mit dir, Holm. Das Glück ist Ihnen heute. Danke. Ich würde sagen, bis 10% kann man da machen. Das Glück ist Ihnen heute. Neue Verzauberung, wunderbar. So. Das Glück ist Ihnen heute. Neuer Sockel. Grüße. Ja, entschuldige, das wollte ich jetzt nicht. Rüstung, Giftresistenz, ne? Elektroresistenz. Gesundheit ist vielleicht gar nicht schlecht. Rüstung. Rüstung und Schmuck. 3 Rüstung. 9 Rüstung. Dann haue ich das nämlich mal hier rein. Was haben wir hier? 2 Bonus auf Stärke. Rüstungsschmuck Teil 7 auf Geschicklichkeit. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Wenn ich wirklich jetzt hier die guten Steine nehme. Super, was haben wir hier? Ja, selten ist halt gut, ne? So, dann machen wir es nämlich mal so. Dann werde ich mich jetzt die einzigartigen Dinger einfach mal ein bisschen verzaubern und guck mal, wie weit ich komme. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Hä? Ah nein! Ah, oh, das habe ich meinem Partner gegeben. Entschuldigung. So. Wenn mich nicht alles täuscht. Das Glück ist Ihnen heute. Glück gehabt, Glück gehabt. Okay. Was kann ich für Sie tun? So, 4%. Das Glück ist Ihnen heute. Oh. In Ordnung. Guten Tag. Glück ist auf Ihrer Seite. Auf Wiedersehen! Was kann ich für Sie tun? Nein! Sie haben kein Glück. Oh nein! Aber wenigstens nur die normale Verzauberung. Oh, das ist ärgerlich. Und ich habe kein Geld mehr. Wow, das ist mir noch nie passiert. Okay, das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Ich habe jetzt meine einzigartigen tollen Beinschienen verkackt. Bei denen bin ich mir gar nicht sicher. Habe ich die schon... Ja, die sind schon bei 14%. Na gut. Da habe ich jetzt einfach mal... Okay, ich würde dann einfach sagen, macht's gut, Leute. Kann natürlich auch mal was daneben gehen, ist klar. Dann ist aber jetzt nicht so schlimm. Also, wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Von daher, Leute, macht's gut. Ciao, euer Graf. Bye, bye.